Was zwei Schleise sein. Heute extrem überholt, Ross. Was haben wir denn hier? Was bist du denn für ein schöner Vogel, hm? Bist du ein Amsi-Amsi? Bist du ein Amsi-Amsi-Amsi? Ja, Leute, ich wusste nicht, dass ich jetzt gerade großes Glück habe. Ich habe jetzt doch vorgenommen, eine Runde zu machen. Ihr hört ja schon im Hintergrund die Beholder draußen, die sind ganz extrem heute.
Nur so eine schöne Amsel hier auf der Wiese. Gucken, da sitzt der Beholderdrossel da. Da war jetzt gerade einer gewesen. Hier ist ein Amselweibchen. Also der Tag hat heute viel zu bieten, ehrlich gesagt. Na, was ist so ein hübsches Weibchen, hm? Bist du auch eine Art Drossel? Ja, jetzt kommt der Regen richtig runter. Und das ist nicht gut für mich. Ach, je. Ja, die Beholderdrossel sind heute extrem. Guck mal, wo hier eine sitzt. Ich glaube, da oben sitzt eine. Der Punkt da oben ist der Beholderdrossel. Die singt. Kann auch ein kleiner Vogel sein. Ja, ich gehe jetzt mal rein, Freunde. Ich werde klitschnass und ich habe jetzt bei der Kapuze vergessen. Oder hätten sie. Warte mal, das traue ich mir jetzt zu. Noch zwei schicke. Ja, da kann ich nicht hingehen, nur Freunde, da sind, oder sind zig Beholderdrossel. Aber ich könnte mir zutrauen, da hinzugehen. Aber da steht eine Haustür auf. Seht ihr, da steht eine Haustür auf. Da gehe ich jetzt nicht hin, weil die Leute sonst gucken. Seht ihr, da ist eine Haustür auf. Da hinten ist eine Haustür auf und da gehe ich jetzt nicht hin.
Ach nee, guck mal, was hier da oben sitzt auf dem Baum. Ich glaube es nicht. Könnte so ein Regengesang sein von den Wacholderdrosseln. Boah, ich gehe jetzt wieder rein, Freunde. Ich habe jetzt doch vorgenommen, eine Runde zu machen. Ich wünsche euch alle einen schönen Samstag und sage bis dann.